deutsche Betriebsrätetag ist deswegen einzigartig, weil es kaum Seminare oder Foren gibt, wo so viel Kompetenz an einem Fleck zusammengeführt wird und wo man so viel mitnehmen kann in so kurzer Zeit. Ich finde es toll, diesen Betriebsrätetag beiwohnen zu dürfen, weil wir natürlich auch mal die Problematik anderer Kollegen sehen, die mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Und so kann man sich im regen Austausch da schon gegenseitig helfen und befruchten. Also die Bedeutung ist, dass Betriebsräte sich darstellen können, auch hier vor anderen Betriebsratsgremien, vor ganz anderen Branchen, die sie im klassischen Sinne gar nicht kennen, aber im Grunde die Themen, die Probleme völlig identisch sind. Ob ich aus einem Chemiebetrieb komme, aus einem Betrieb der Nahrungsmittelindustrie, IG Metall, Verdi, wo auch immer. Die Themen, Probleme, der Konflikt sind im Grunde völlig identisch. Und den habe ich einfach mal unsere Meinung dargelegt, auch mit der Prämisse, wenn ihr das macht, werden wir uns alle Ordern, die ihr rausgebt, genau angucken. Und ich gehe davon aus, dass wir uns bei 85% der Aufträge, die ihr rausgibt, vor Gericht wieder treffen werden, weil die nicht werksvertragskonform laufen. Und einen Scheinwerksvertrag werden wir nicht mitmachen. Die Präsentation hier machen zu dürfen, bedeutet für mich, oder nicht für mich, sondern für das ganze Gremium, auch mal Anerkennung zu bekommen für die tägliche Arbeit, die doch oftmals im Dunkeln stattfindet. Ich darf auch den Betriebsrat von Rehnsmar Zigarettenfabrik nach hier bitten. Ihr seid ja immerhin der Zweite geworden.